auf meinen Kanal. Ich war heute einkaufen und habe gedacht, ich drehe sofort einen kleinen Food Haul für euch ab. Also, bis gleich. I wanna talk to you. I gotta talk to you. Man dürfte eigentlich denken, bei einem Schrank voller Tee hat man jede Teesorte im Haus, aber weit gefehlt. Neulich hatte ich Lust auf einen ganz leckeren Kräutertee, den ich auch schon sehr, sehr oft gekauft habe, aber der war gar nicht da. Manchmal möchte ich es so ganz basic haben und dieser Morgentee hier, den finde ich total gut, ist so ein Klassiker. Den kaufe ich seit Jahren super, super gerne. Den gibt es auch in der Abendversion. Also wer so einen Kräutertee möchte, der einfach entspannt und der absolut nur die Basic enthält, dann kann ich den hier empfehlen. Der ist immer wieder gut und manchmal trinke ich morgens total gerne Kräutertee, da muss das einfach sein. Und ihr wisst, ich bin ein Pasta-Freund. Ich liebe Pasta, egal welche. Ich kenne eigentlich keine, die ich nicht so mag, aber ich habe natürlich meine Lieblingssorten. Da ich immer für Abwechslung bin und gerne neue Dinge ausprobiere, habe ich hier die Kichererbsen-Spirellis gekauft und die Linsen-Spirellis. Das sind glutenfreie Nudeln eben aus Hülsenfrüchten. Ich finde, das ist eine gute Alternative. Ich kaufe die jetzt auch nicht zum ersten Mal. Ich finde die echt lecker. Wobei ich die Kichererbsenpasta etwas lieber mag, weil sie weniger Eigengeschmack hat. Die Linsenpasta ist etwas intensiver vom Eigengeschmack her, finde ich. Aber mit rotem Pesto oder mit einer guten Soße finde ich das total lecker. Neulich habe ich auch Nudelsalat daraus gemacht. Der kam auch sehr gut an. Ich finde ja, es ist eine super Alternative, eben mal Nudeln aus Hülsenfrüchten zu essen. Aber wir sind hier offen für jede Nudelsorte. Ob Weizen, ob Dinkel, ob Buchweizen, ob Mais, ob Reis. Mir fällt gerade nicht mehr ein. Aber wir sind hier sehr offen, was Nudelsorten angeht und mischen da auch immer so ein bisschen durch. Für den Kaffee zwischendurch habe ich hier Mandelmilch gekauft, die ungesüßte Variante. Weil zurzeit habe ich echt viel Büroarbeit zu machen und dann trinke ich doch mal gerne einen Kaffee. Und wenn Mandelmilch aus ist, dann, dann ist das Kaffeetrinken nur halb so schön. Und neulich hatte ich diesen Antioxidantiensaft vom Völkel in meiner Kiste. Es ist ein Geschenk gewesen vom Gut Wulxfelde. Vielen Dank dafür. Den Saft kannte ich jetzt noch gar nicht und ich konnte ihn somit mal ausprobieren. Sehr, sehr schmackhaft, muss ich sagen. Da ist super viel Vitamin C enthalten, ganz viele Antioxidantien für die Zellen, damit man nicht krank wird. Und den haben wir hier probiert. Das ist ein sehr dunkler Saft mit verschiedenen Beeren, mit Apfel. Und gerade zum Frühstück kam der hier sehr gut an. Ich habe den eher so am Nachmittag getrunken, wenn ich gemerkt habe, okay, ich brauche jetzt mal ein bisschen Zucker. Aber wirklich sehr, sehr lecker. Natürlich habe ich auch Haferflocken gekauft. Ein Familienhaushalt ohne Haferflocken ist fast wie ein Auto ohne Benzin. Wir brauchen hier sehr, sehr viele Haferflocken. Die Kinder essen gerne Porridges und essen gerne Müsli und Haferflocken einfach nur so. Und in letzter Zeit essen meine Kinder auch super gerne Haferflocken zum Abendessen. Dann habe ich auch noch jede Menge Obst und Gemüse eingekauft, weil Rohkost oder Obst und Gemüse in roher Form, das ist mir relativ wichtig. Finde ich, schmeckt total lecker, ist ein super Snack, kann man toll mitnehmen und ich esse sehr gerne Rohkost. Gerade wenn ich im Auto sitze oder wenn ich arbeite, knabber ich das immer so ein bisschen weg und damit fahre ich auch ganz gut. Und das ist mir auch bei meinen Kindern wichtig, dass sie täglich einfach so ein bisschen Rohkost essen. Jetzt nicht super viel, aber dass sie es einfach kennen, dass man einfach Rohkost isst, weil ich kriege zum Beispiel oft auch mit, dass Kinder überhaupt keine Rohkost essen. Es hat oft auch was damit zu tun, dass sie es gar nicht so gewohnt sind oder dass sie es bei den Eltern eben vermehrt nicht sehen. Und mir schmeckt Rohkost auch total gut, egal ob Möhren, Kohlrabi. Kohlrabi esse ich in letzter Zeit auch ganz oft, aber rote Paprika immer der Klassiker. Und deswegen habe ich viel Obst und Gemüse eingekauft, damit ich hier mal so Knabberschälchen machen kann. Auch für die Lunchbox, für die Schule ist das immer super. Und natürlich kann man sich aus den verschiedenen Rohkostsorten ruckzuck einen Salat zusammenstellen. Also ohne Obst und Gemüse läuft hier gar nichts. Und für viele fantastische Suppen, die ich wahrscheinlich kochen werde, habe ich diesen Gemüsefond hier gekauft. Gemüsefond mache ich immer super gerne selber. Es gibt da auch ein Video zu, verlinke ich euch mal in der Infobox. Aber wenn es mal ganz schnell gehen soll oder wir wollen spontan noch was machen, es ist kein Gemüsefond da. Auch das kommt nämlich vor und ich hoffe, die ist so ganz lecker. Und wer Suppe kaufen will, der kauft meistens auch Petersilie. Petersilie brauche ich relativ häufig. Da habe ich einen totalen hohen Verschleiß. Aber Petersilie hat ja auch einen wirklich hohen Vitamingehalt und ist total gesund. Viele reden ja auch ganz viel immer von Superfood, von
Chiasamen, von Goji-Beeren oder von Quinoa oder anderen Nahrungsmitteln, die super sein sollen. Aber ich gucke mich natürlich auch gerne hier im heimischen Garten und in der heimischen Gemüsewelt und Kräuterwelt um. Und ich finde, Petersilie ist wirklich sehr, sehr vitaminreich. Also wenn ihr das frisch bekommen könnt und die ins Essen beimengt oder zum Schluss zu einer Gemüsesuppe dazu gibt oder als Topping oder im Brotaufstrich. In Petersilie ist wirklich sehr, sehr viel enthalten. Ich habe dazu auch einen Blogpost mal verfasst. Den findet ihr auf dem Lavera-Blog. Schaut bitte mal in die Infobox, weil Petersilie ist nicht zu unterschätzen. Ein wirklich tolles Superfood direkt aus Deutschland und wächst ja fast auch in jedem Garten. Mein Mann hat mich gebeten, auch noch Kidneybohnen und Mais mitzubringen. Er möchte wieder einen Chili machen. Dieses Mal hat er die volle Kontrolle über den Herd und die Küche. Ich gebe das hin und wieder gerne mal ab. Mein Mann macht wirklich ein fantastisches Chili und ich muss mich um nichts kümmern. Kann mich schön an den Tisch setzen, musste nur einkaufen und so finde ich es ehrlich gesagt auch mal cool. Nüsse kaufe ich eigentlich auch jede Woche ein, ob Walnüsse, Paranüsse, Erdnüsse. Was gibt's noch? Cashewnüsse finde ich auch noch gut, weil die kann man überall untermengen, kann man mitnehmen, kann man zwischendurch knabbern. Also Nüsse finde ich relativ wichtig hier für die Ernährung, weil eben da auch viele gute Fette und Nährstoffe drin sind. Nüsse finde ich oberlecker, ich muss da nur ein bisschen aufpassen. Mein Mann reagiert allergisch auf zwei Nusssorten, deswegen können wir hier nicht alle Nüsse essen. Aber die besten, die sind immer dabei. Was ich auch zurzeit sehr gerne mag, ist einfach nur ein Brot oder ein Knäckebrot mit frischer Kresse drauf. Ich glaube, ich bin schon so ein bisschen in Frühlingsstimmung. Mein Körper will frische Sachen haben. Und ich finde das auch total schön, auch fürs Auge. Irgendwie Brot mit Kresse. Schmeckt super. Ist genauso genial wie ein ganz normales Gurkenbrot. Und ich habe auch noch ein Glas Oliven gekauft. Die Oliven sind bereits entkernt und geschnitten, weil ich möchte demnächst hier eine Olivenpasta machen. Für mich und meinen Mann am Abend, denke ich wohl eher, weil die Kinder stehen nicht alle hier so auf Oliven. Aber ich habe so ein cooles Pasta-Rezept mit Spaghetti, viel Knoblauch, Oliven und verschiedenen Nüssen. Das will ich unbedingt mal wieder machen. Das habe ich jetzt länger nicht. Und deswegen mussten die Oliven auf jeden Fall mit. Dann habe ich auch so einen Zwiebelschmalz gekauft. Klingt jetzt erstmal nicht so verführerisch. Ich finde ihn aber sehr, sehr lecker. Ich nehme den ganz oft als Margarine oder als Butterersatz. Mit Kresse schmeckt das auch total gut. Und hin und wieder verfeinere ich damit auch Salatdressings und Soßen. Also müsst ihr mal ausprobieren. Schmeckt total lecker. Und beim Bioladen, glaube ich, weiß genau, dass ich eine Feinschmeckerin bin. Jedenfalls habe ich hier diese Goji-Beeren mit Schokoladenüberzug geschenkt bekommen. Und das habe ich so in der Form auch noch nicht gegessen. Ich kenne das, wenn Beeren mit Schokolade überzogen sind. Jedenfalls ist das Rohschokolade und die sind aus rohen Kakaobohnen hergestellt. Soja ohne raffinierten Zucker in Rohkostqualität. Ich finde die sehr intensiv, aber sehr lecker. Ist jetzt aber nichts, was ich irgendwie ganz schnell in mich so reinschlinge und schnell so weghaue. Ich finde, die Schokolade ist wirklich sehr, sehr reichhaltig und aber schmeckt gut. Ich esse manchmal so 3-4 Dinger und dann habe ich auch schon wieder genug. Meine Kinder haben das auch probiert. Ein Kind mag es, zwei nicht. Auf jeden Fall muss man da echt schon auf dunkle Schokolade stehen. Aber ich finde, schmeckt gut und ist irgendwie auch was Besonderes. Dann habe ich auch noch Bananen eingekauft für die verschiedensten Smoothies, weil meine Kinder ja trinken das morgens irgendwie total gerne. Und ehrlich gesagt trinke ich dann immer das, was so übrig bleibt, weil mit der Smoothie-Menge habe ich das noch nicht so raus. Ich mache meistens immer so ein bisschen zu viel und dann trinken das mein Mann und ich ganz gerne. Außerdem habe ich auch noch Rosenkohl eingekauft. Ich weiß, dass das nicht jedermanns Ding ist, aber ich finde Rosenkohl im Winter super lecker. Ich kenne das noch aus meiner Kindheit. Am liebsten mache ich damit so Aufläufe oder auch Quiche. Auf jeden Fall ist das für mich so ein richtiges Wintergemüse. Dann habe ich noch ein Müsli mitgenommen, falls ich mal wieder so einen ganz unkreativen Tag habe und keine Lust habe, was zu machen. Dann bin ich immer froh, wenn ich so ein Fertig-Müsli im Haus habe. Dann habe ich auch noch Kaffee besorgt, weil ohne Kaffee geht es für mich meistens nicht durch den Vormittag. Und da wechsle ich hin und wieder auch, damit ich mal einen anderen Geschmack bekomme. Auf jeden Fall Kaffee im Haus zu haben, ist für mich persönlich immer vom Vorteil, weil die Nächte können ja immer mal mit 3 Kindern auch mal kürzer sein, so als gedacht. Deswegen ist Kaffee immer eine ganz gute Idee. Und fürs Kochen habe ich natürlich auch ein paar Gewürze mitgenommen, denn so einiges an Basisgewürzen war einfach alle. Ich habe einen ganz schön großen Verschleiß an Gewürzen. Naja, wen wundert's? Und ich habe auch noch ein paar Gewürzmischungen mitgenommen. Finde ich hin und wieder auch ganz cool für die verschiedensten Gerichte. Ja, weil wenn Gewürze im Haus sind, kann ich persönlich viel, viel besser und auch leckerer kochen.
gutes Essen ist immer gut und deswegen muss man einfach regelmäßig einkaufen. Jedenfalls werde ich wahnsinnig, wenn hier die Schränke leer sind und ich irgendwie nichts Richtiges zu essen finde. Den letzten Food Haul könnt ihr auch sehen, den habe ich euch in der Infobox verlinkt. Und wer auch noch mehrere Videos schauen möchte, der klickt sich da rein und stöbert ein bisschen. Auf meinem Blog sind auch wieder einige neue Beiträge online gegangen. Also wer da ein bisschen lesen möchte, der Link zu meinem Blog befindet sich in der Infobox. Und ja, ich würde sagen, ihr habt einen tollen Tag und ich natürlich auch. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.